Ja, natürlich habe ich auch im Haus Blumen und eigentlich so Überzahl an Orchideen. Hallo, hier ist Rosemarie Engel. Und was ich euch jetzt zeigen will, ist, dass also ich habe eine Pflanze. Ja, die lebt noch. Die sieht nicht wirklich so besonders gut aus, aber hier dran erkennt man, dass die weiterleben will. Und jetzt habe ich hier dieses tolle Teil hier gefunden. Da werden auch alle Orchideen reinkommen, weil die Orchideen brauchen zwar zum Ernähren, also für die Nährstoffe aus diesen Holzdingern, aus dieser Erde. Aus dieser Orchideenerde. Aber, also ich dünge die auch nicht. Ich hoffe, es ist. Also hier hatte ich jetzt aktuell gerade einen Ableger oder zwei Ableger umgesetzt. Wobei bei dem habe ich, glaube ich, zu lange gewartet. Und habe halt eine Wurzel in die Erde gesteckt. Ne, also das ist ein Beniabini-Blatt. Ich habe eine Wurzel in die Erde gesteckt, weil die brauchen Licht. Diese Wurzeln brauchen Licht. Ja. Und deswegen ist es eigentlich komplett verkehrt mit dem Übertopf. Deswegen habe ich jetzt, finde ich dieses Teil so toll. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, dass das hier die Wurzeln sind. Die sind jetzt steinhart. Und da sind diese Dinger drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mit einer Hand abkriege. Und das kann man so abziehen. Also. Und dann kommt diese Wurzel zum Vorschein. Also ich kriege es jetzt nicht hin. Doch, da habe ich es hingekriegt. Ne? Da kommt dann diese Wurzel zum Vorschein. Also das alte abziehen. Und dann kommen diese Wurzeln zum Vorschein. Und dies jetzt, also ich stelle jetzt das hier in der Mitte. Jetzt geht das letzte Blatt auch noch ab. Ich stelle das hier in der Mitte. Ich brauche jetzt das Blatt nicht mehr, weil es weiß, dass es jetzt weitergeht. Die hier mache ich jetzt in diese Erde da. Und die anderen Wurzeln, die lasse ich drüber hängen. Das mache ich jetzt mal und dann zeige ich euch, wie es dann aussieht. Also durch diese Aktion sind jetzt hier auch die ganzen alten Wurzeln, die jetzt wirklich nichts mehr waren, abgegangen. Und das ist jetzt der Rest. Und ich hoffe, dass da auch noch mal dann Wurzeln rauskommen. Aber ich werde jetzt diese dünnen Wurzeln in die Erde stellen.